Die solidarische Landwirtschaft ist ein Zusammenschluss von Landwirt und Verbraucher, wo der Verbraucher sich einbringt und einen Monatsbeitrag zahlt und somit das Risiko des Landwirts teilt. Das heißt, wir bringen die Dienstleistung als Landwirt, wir bauen für euch Verbraucher Gemüse an, wir halten Tiere, ihr bekommt Milch und Fleisch dafür und es werden da nicht mehr die Endprodukte bepreist. Das heißt, ihr zahlt für die Dienstleistung und bekommt dann halt euren Ernteanteil übers Jahr wöchentlich zur Abholung bereit hier. Und das Risiko tragt ihr dann auch mit, wenn wir eine Dürre haben. Wir können nur das verteilen, was geerntet wird. Oder auch über den ganzen Jahresverlauf zahlt ihr euren Beitrag durch. Egal ob Urlaub oder Feiertag, das läuft dann halt so durch. Ne? Und das ist die solidarische Gemeinschaft dabei, dass wir Landwirte nicht mehr alleine stehen gelassen werden, sondern ihr Verbraucher uns unterstützt und das Risiko tragt. Und das ist auch wichtig, weil die Ernährung ist ein hoheitlicher Auftrag und das kann man nur gemeinschaftlich schaffen. Und darum freuen wir auch uns, dass wir jetzt hier bei uns am Hof das etabliert haben. Erstes Jahr ist rum, ist sehr gut gelaufen. Wir haben 30 Haushalte versorgt und jetzt im zweiten Jahr wollen wir gerne 50 Haushalte versorgen. Also kommt, wir haben noch Platz. Was bekommt man als Verbraucher dabei? Ja, als Verbraucher bekommt man relativ frische produzierte Produkte. Also der überwiegende Teil ist Gemüse hier. Also ein Ernteanteil macht halt, sag mal, in der Woche, wenn ihr dann kommt, so 3 bis 5 Kilo Gemüse aus. Dann halt 3 Liter Milch, 2 Becher Joghurt und 500 Gramm Fleisch. Das ist so ein Ernteanteil, so circa. Und dafür zahlt ihr dann einen Monatsbeitrag, der liegt jetzt bei uns bei 169 Euro. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, auch mal mithelfen. Hier bei Mira im Garten, da haben wir so ein paar, die sporadisch einfach vorbeikommen. Auch wenn es mal nur eine Stunde ist, das hilft ungemein. Bisschen Beikraut jäten oder mit Ernten. Und wenn wir größere Aktionen haben, dann rufen wir in die Solidargemeinschaft auf. Und dann kommen wir so leicht auf 20, 30 Leute mit Kind und Kegel. Und dann haben wir mal einen Vormittag rein. Danach wird gemeinschaftlich gegessen, sich ausgetauscht und dadurch sind auch schon ganz neue Freundschaften entstanden. Also unseren Hof hat das in diesem Jahr schon sehr befruchtet im ersten Jahr. Und wo muss ich mich melden, wenn ich da mitmachen will? Einfach mal vorbeikommen. Also jeden Freitagnachmittag ab 15 Uhr und Samstag Vormittag ab 10 Uhr. Sich das einfach mal angucken. Kleinen Rundgang hier auf dem Hof. Und dann sind auch Solidar oder Soli. Menschen aus der Solidargemeinschaft dabei, dann kann man direkt mal nachfragen, wie denen das gefällt und welche Ambitionen die haben, hier mitzumachen.